Hallo und herzlich willkommen zu Nigelnagel, neuesten Filmkritik hier beim Telestammtisch. Erneut habe ich eine junge Frau am Start, die ihr jetzt schon auch in der einen oder anderen Kritik bei mir gehört habt, die sich einen Film mit uns angeschaut hat, beziehungsweise eben sich einen Film angeschaut hat, über den wir heute sprechen wollen. Auch hier bekommt ihr im Anschluss noch ein paar O-Töne, die ich aufgenommen habe im Anschluss an die Besprechung hier in Frankfurt. Und ich bin mal gespannt, was sich da hier heute ergibt. Moin Pia! Hallo! Hier ist Pia. Wir haben eben schon gequatscht. Ich vermute mal, innerhalb der wenigen Minuten, die gerade vergangen sind, geht es dir immer noch blendend. Ja, mir geht es immer noch blendend. Genau, ich habe jetzt immer noch Urlaub. Ab Montag immer noch mal eine Woche Urlaub. Und ja, da wird jetzt viel geschrieben, viel aufgeholt. Viele Projekte, die ich vorhatte, werden noch vollendet und weitergemacht und gezockt und Gaming und Filme, alles Mögliche. Wie ist denn eigentlich das Spider-Man-Spiel geworden aus deiner Sicht? Ja, sehr gut, aber da kann man auch ganz lange nochmal drüber sprechen. Ich habe auch schon einen Beitrag fertig, eine Review, die kommt heute online zu Spider-Man. Da habe ich auch irgendwie ganz viele Wörter geschrieben. Ich glaube, ich bin schon bei 2000 Wörtern angelangt. Ich weiß nicht, wer sich das alles durchlesen will, aber ich konnte es nicht kürzer halten. Das Spiel ist einfach so genial. Ich habe wirklich schon viel Gutes gehört und bin dann mal gespannt auf deinen Beitrag. Heute soll es um einen Film gehen, der vermutlich am 3. Oktober 2018 in die deutschen Kinos kommt. Ist auf jeden Fall ein Drama mit großen Geschichtsaspekten, großen Thriller-Momenten und vor allem auch einer stattlichen Laufzeit mit über 3 Stunden, wahrscheinlich 3 Stunden 8 Minuten. Kommt er in die deutschen Kinos, ist ab 12 Jahren freigegeben, trotz der teilweise wahrscheinlich also sehr beeindruckenden Szenen und gilt schon jetzt oder wird quasi als deutscher Kandidat ins Rennen um die Oscars geschickt, weshalb es eben jetzt auch nochmal eine zweite Welle an Pressevorführungen gab, die wir mitnehmen konnten. Wir reden heute über Werk ohne Autor. Feuer frei, was kommt dir bei dem Werk in den Sinn? Worauf hast du dich gefreut? Hast du den Trailer gesehen? So ein bisschen, bevor wir uns über die eigentliche Handlung unterhalten wollen. Worauf hast du dich gefreut oder wovor hattest du vielleicht sogar Angst? Ach Gott. Ja, also ich habe den Trailer gesehen von Werk ohne Autor. Ich kann mit dem Titel konnte ich überhaupt nichts anfangen, wie Werk ohne Autor, was ist das für ein Film? Auch meine Freunde, wenn ich von dem Titel erzähle, wissen auch nicht, was sie damit anfangen können. Und ich muss denen immer den Trailer schicken. Dann gucken sie sich den Trailer an. Ich habe den Trailer angeguckt. Ja, und ich war auch, ich bin auch ohne Erwartung reingegangen. Ich habe halt gesehen, der Tom Schilling macht damit. Da geht's so ein bisschen um Romantik, sieht man im Trailer. Dann geht's so ein bisschen um so eine verrückte Frau, die da vorm Klavier sitzt und ganz nackt ist und sich dazu zu ihrem Neffen da umdreht. Und im Prinzip wusste ich gar nicht, was ich da erhalte, bevor ich in den Film reingegangen bin. Ich habe einfach nur den Trailer gesehen, irgendwas Verrücktes, Komisches, Psychodramatisches. Ja, romantisches vielleicht auch und mehr wusste ich ehrlich gesagt gar nicht von dem Film. Davor hatte ich auch ein bisschen Angst, gerade weil ich das sehr beeindruckend fand, diese Szene, wo da offensichtlich im Trailer die junge Frau in diesen einen Wagen da geschleppt oder gezerrt wird und hatte damit gerechnet, dass ich quasi nur mit solchen Szenen bombardiert werde, weil letztlich dann auch Regisseur Florian Heckel von Donnersmarck ja auch für so ein bisschen so mächtige Filme bekannt ist. Natürlich auch dieses Leben der Anderen, das vielleicht eines seiner größten, wenn nicht gerade der größte Film ist, den er so bis jetzt gemacht hat. Und habe da mit wirklich sehr beeindruckenden Szenen gerechnet. Die habe ich in der Summe übrigens auch bekommen, allerdings eben auf über 3 Stunden verteilt und da hat es dann natürlich durchaus, das hat dem Film gut getan, der nicht eine nach dem anderen zu kriegen. Aber vielleicht sollten wir so ein bisschen mal auf die Handlung zu sprechen kommen, die sich bei der Gesamtlänge natürlich gar nicht mal so mega einfach zusammenfassen lässt. Man kann schon sagen, das wurde mir erst klar, nachdem ich dann nochmal eine Nacht drüber geschlafen habe in dem Moment, es geht im Wesentlichen um Kurt Barnard. Kurt Barnard, seine Familiengeschichte und wie er quasi über die Zeiten des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkrieges und dann später eben auch zu DDR-Zeiten gelebt hat, was das aus ihm für einen Menschen gemacht hat und wie er dann quasi letztlich seine Kunst am Ende in Düsseldorf kreiert hat und wie er quasi zu diesem Menschen wurde, der diese Art von Kunst eben machen konnte, ist meines Wissens eine fiktive Figur. Stimmt das?
Ja, also in diesem Film schon irgendwie. Aber ich habe dann nach diesem Film, als ich den Film geguckt habe, ich war nämlich ziemlich beeindruckt von diesem Film, habe ich ein bisschen gegoogelt. Und das soll wohl die Geschichte von Gerhard Richter darstellen. Gerhard Richter ist aktuell der ein lebender Künstler, also dessen Preise noch die höchsten zu erzielenden Preise von einem lebenden Künstler sein sollen, also von seiner Kunst, von seiner Malerei und ich glaube, Skulpturen hat er auch gemacht und ja, und der ist wohl ziemlich bekannt. Ich kannte ihn jetzt aktuell nicht so und seine ganze Familiengeschichte war wohl sehr dramatisch und soll diese Verfilmung soll seine Familiengeschichte tatsächlich sein und wie er halt auch zu seiner Malerei und zu seiner Kunst gekommen ist und wie er bekannt geworden ist. Warum er jetzt aber die Namen geändert hat, weiß ich jetzt nicht genau. Vielleicht zum Schutz, weil das auch damals ein bisschen durch die Presse ging. I don't know. Auf jeden Fall habe ich immer Gerhard Richter den Namen im Internet rumschwenken hören. Auch der Spiegel hat davon geschrieben und so weiter. Ja, ich habe das jetzt eben auch gerade nochmal die Wikipedia-Seite offen und als Vorlage diente eben auch das Buch, das wir im Vorgespräch kurz hatten, mit dem Titel Ein Maler aus Deutschland, Gerhard Richter, das Drama einer Familie, geschrieben von Jürgen Schreiber. Und wir können im Endeffekt miterleben, das hatte ich jetzt ja wirklich ausführlich schon erzählt, was er so für ein Leben gehabt hat. Also zumindest sagen wir, ich möchte jetzt mal von der fiktiven Figur Kurt Barnert sprechen. Und eben auch mit welchen Menschen er in seinem Leben zu tun hatte. Und da müssen wir sicherlich so das ein oder andere mal andeuten, ohne jetzt vielleicht auch zu viel zu verraten. Aber er hat natürlich wirklich viel Leid erfahren. Viele seiner Familienmitglieder sind gestorben, erschossen worden, auch vergast worden. Da sind ganz, ganz viele Sachen passiert. Tanten, Brüder werden es wohl gewesen sein. Ich hatte zeitweise ein bisschen das Problem, gerade zu Beginn des Films jetzt zu raffen, wie die familiären Bindungen auch so sind. Und dass einige Leute sind da gestorben, einiges ist auch vorgefallen, was zum Beispiel seinen Schwiegervater angeht. Gespielt wird der Professor Karl Seeband, der auch auf Professor besteht, von Sebastian Koch, der hier eine sehr bedrückende, bösartige Figur im Herzen ein SS-Nazi ist, der auch das Thema Euthanasie spielt hier eine große Rolle, ganz klar für Rassenreinheit ist und auch wirklich krasse Grenzen überschreitet, der sich aber eben ja ein bisschen mit Geschick und auch mit Auftreten durch die verschiedensten, sagen wir mal, Epochen so durcharbeitet, der also zum Beispiel der dem Tod nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Russen entgeht, der eine gewisse Stellung auch einnimmt zu DDR-Zeiten und auch danach auf jeden Fall nicht, also auf jeden Fall am Geld und am Ruhm mangelt es ihm bis zum Schluss nicht. Und der wirklich eine sehr beeindruckende, negative, sehr gut geschauspielerte Figur ist. Der mir vielleicht auch im Endeffekt am ehesten noch im Kopf bleibt. Gibt es denn noch weitere Figuren und Schauspieler, und da gibt es ja eine ganze Menge, von denen du sagst, die müsste man unbedingt erwähnen? Naja, ja schon auf jeden Fall den Hauptdarsteller, ne, Tom Schilling. Ich fand die ganze Zeit, in dem ganzen Film hat er mich so an James McAvoy erinnert. Ich weiß nicht, von den Hörern, ob jetzt einige James McAvoy kennen. Also für mich war er die ganze Zeit der deutsche James McAvoy irgendwie. Also ich finde, er hat schauspielerisch das echt gut gemacht und ja, dann natürlich seine Liebschaft, beziehungsweise später dann seine Frau, die von Paula Bär gespielt, die Elli Seeband, also Charakter Elli Seeband. Und die fand ich auch herausragend und super dargestellt, weil die ja auch viele dramatische Szenen halt darstellen musste in diesem Film, die auch sehr bedrückend waren, die, also mich haben viele Szenen sehr mitgenommen. Dann der Charakter, die Tante von dem Kurt Barnard. Wie hieß die hier? War das Saskia Rosendahl? Muss ich jetzt mal ganz kurz Ja, die gucken. gerade zu Beginn des Films eine größere Rolle spielt, ne? Ja, genau, doch, das war Saskia Rosendahl, genau. Und auch eine beeindruckende Leistung. Und ja, also die vier Schauspieler eigentlich, ne? Also die Hauptdarsteller, so die meiste Screen Time da bekommen haben. Also die fand ich alle ziemlich gut, sehr gut
dargestellt. Also die ganze bedrückende Stimmung und also mich hat der ganze Film überhaupt sehr beeindruckt, auch wenn er 3 Stunden ging, also ziemlich lang und ab und zu mal so seine Längen hatte. Ja, also manchmal dachte ich mir so, okay, das hätte man jetzt auch überspringen können, ne? Aber sonst, die meisten Situationen und Geschichten, die dort dann halt dargestellt worden sind, die haben mich sehr, sehr mitgenommen teilweise. Also negativ sowie positiv. Da musste ich schon echt schlucken bei einigen Sachen. Das Thema Länge des Films, da muss man sich natürlich drüber unterhalten, finde ich, in diesem Zusammenhang. Wenn man so hört, okay, über 3 Stunden, dann und dann, okay, es ist viel länger. Man hörte, ich hatte vorab auch schon, dass der Film beeindruckende Bilder hat, aber man durchaus auch eine gewisse Konzentration mitbringen muss, weil man sonst nicht mehr so ganz mitkommt und genau weiß, was da jetzt eigentlich los ist. Aber wenn man sagt, ein Film ist zu lang, was ich bei diesem Film übrigens nicht sagen würde, dann impliziert das ja häufig, er wäre irgendwie langweilig. Die Sache mit den Längen, das kann ich durchaus nachvollziehen, was du da sagst, hatte das in Ansätzen auch, aber ich finde, es hat immer noch rechtzeitig dann den nächsten Schritt gemacht, um zu krass nervig oder zu langweilig zu sein. Ich habe mich so im Nachhinein gefragt, wo hätte man denn da jetzt noch großartig kürzen können? Und wenn, dann hätte man wirklich ganze Handlungsbögen rausnehmen müssen. Ja, also, weißt du, zum Beispiel ganz den kompletten Anfang mit seiner Tante zum Beispiel, der ihn natürlich sehr geprägt hat, der wieder am Ende des Films auch dann also wirklich entscheidend ist und so. Aber insofern, man hätte das sicherlich alles irgendwie kürzen können, aber ich hätte nicht gewusst, wo, ohne dem Film wichtige Punkte zu nehmen. Und es war dann irgendwann so, dass ich dann im Film saß und dachte, okay, er geht jetzt schon eine Zeit lang, ist auch in Ordnung, ich weiß das. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wann jetzt so einzelne Szenen kommen, die ich dann eben schon aus dem Trailer kannte. Und als wir dann endlich den Oliver Masucci sehen, der diesen hier Professor Antonius van Verten spielt, da war mir dann klar, okay, jetzt sind wir offensichtlich im letzten Teil des Films angelangt, der sich aber eben auch noch mal einige Zeit hinzieht. Und übrigens, die Leistung von Masucci fand ich auch super. Ob man jetzt unbedingt die Geschichte des Van Verten in so in seinen Einzelheiten hätte noch erzählen müssen, ob das dem Film jetzt so einen riesen Mehrwert gab, das weiß ich nicht. Und auch, ob jetzt jede einzelne Szene, zum Beispiel, Kurt Barnard geht dann im späteren Verlauf gegen Ende des Films, also das heißt gegen Ende, so im letzten Drittel des Films, ist der ja quasi an der Düsseldorfer Kunstuniversität und da gibt es dann unter anderem so einen Tag der offenen Tür oder sowas und da läuft er halt da rum. Das waren ganz tolle Aufnahmen und das waren auch ganz interessante so Kunstinstallationen. Ob die jetzt allerdings allesamt so in ihrer Darstellung für den Film notwendig gewesen wären oder ob man da nicht was hätte schneiden können, kann ich jetzt so erstmal schwer sagen. Aber das wäre auf jeden Fall ein Ansatz, wo man sicherlich eine Kürzung hätte vornehmen können. Oder wir sehen später auch so Produktionsprozesse, wo dann der Kurt Barnard eben auch Kunst schafft, oder sich zumindest probiert. Und ob das alles so im Detail dann wirklich jetzt so den riesen Mehrwert hatte, kann ich jetzt nur schwer sagen, bieten diese Szenen doch vor allem eher eine Grundlage für eventuelle Interpretationen, die der Film hergibt. Aber darauf möchte ich vielleicht gleich nochmal kommen, was so ein bisschen die Absicht des Films gewesen sein könnte. Wo würdest du denn sagen, hätte man am ehesten noch, wenn man das überhaupt will, Zeit einsparen können bei diesem Film? Ja, also bei den genannten Szenen, die du jetzt angesprochen hast, muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und dann gab es ja auch noch so eine Szene, wo er dann mit seinen Mitstudenten gerade in einer Kunststunde war und da hat so ein Typ mit so einer Frau Modell gestanden und die, okay, das war vielleicht eine ganz witzige Szene, um das vielleicht mal ein bisschen so aufzulockern, die ganze Situation. Da haben halt die ganzen Mitstudenten, die Modelle hier so ein bisschen veräppelt. Und das war vielleicht ganz witzig, aber hätte man auch an sich so ein bisschen kürzen können oder vielleicht sogar ganz weglassen können oder irgendwie anders verpacken können. Das sind ja halt so Szenen, wo ich jetzt auch so sage, okay, hat das jetzt was mit der Entwicklung von Kurt Barnard jetzt wirklich zu tun? Und ja, also sonst bei den anderen Szenen muss ich dir auch zustimmen. Auch der Hintergrund von Van Verten, wo auch die eine Szene so ein bisschen eingespielt wurde und wo er da seine Rede vor ihm gehalten hat. Ja, weiß man halt eben nicht. Aber sonst gebe ich dir auch recht, der Film war nicht zu lang. Ich würde nicht sagen, dass er unbedingt, also er war in keiner Weise irgendwie langweilig. Würde ich überhaupt nicht sagen. Und ich wusste auch gar nicht, ehrlich gesagt, dass der Film so lange geht. Ich habe gar nicht auf die Laufzeit geguckt.
Ich bin einfach ins Kino gegangen. Ich dachte, ich komme in 2 Stunden da wieder raus. Und dann saß ich da noch im Kino und die Pressevorführung war irgendwie um 17:30 Uhr und ich war irgendwie noch kurz vor 9 dann im Kino. Ich dachte, ich könnte dann direkt eine Vorstellung hinten ran setzen. Aber ja, und ich war dann irgendwie super spät draußen. Aber ja, also langweilig war es überhaupt nicht, ne? Und es geht halt eben um diese Entwicklung auch vom Junge. Wie alt war er da am Anfang des Films? 4 oder 5 Jahre alt. Und diese innige Verbindung zu seiner Tante und dann daraufhin, was dann passiert. Also das geht sofort am Anfang los und auch die Musik ist, ab und zu ist der Film mal still und dann kommt wieder eine sehr kraftvolle Musik dazu, klassische Musik oder ja, halt, wo es wirklich passt und wo man so denkt, oh mein Gott, jetzt blendet er die Musik ein und das passt hundertprozentig und das hat mich dann auch so mitgerissen, weil ich auch ein ganz großer Fan bin von Filmen, wo wirklich passende Musik dabei ist und dann hat er wieder eine andere Szene, wo es einfach nur still ist, wo einfach nur gesprochen wird und ja, also mich hat es wirklich beeindruckt und es war überhaupt nicht, also nicht, es wurde nicht langweilig, es war nicht zu lang. Es war ab und zu nur ein paar Szenen, wo ich tatsächlich dann mal auf die Uhr geguckt habe, ne? So, okay, wie spät haben wir es denn jetzt gerade? Die Szene könnte man vielleicht ein bisschen überspringen, ja. Da ich wirklich sehr schwer finde, Inhalte hier wiederzugeben, vielleicht so ein bisschen einfach die Metathemen, die man ansprechen muss. Ich finde, der Film ist in zwei Akte unterteilt. Der erste Akt ist aus meiner Sicht ein Familien- und vielleicht ein Geschichtsdrama, wo wir sehen, wie es der Familie ergeht, was ihn als Kind geprägt hat, auch wirklich im negativsten Sinne, wie er den Krieg durchlebt hat und war eben auch, wie die Familie den Krieg durchlebt hat, wenn sie ihn überhaupt überlebt hat in Teilen. Und dann der zweite Teil, wo wir sehen, wie er eben jetzt erwachsen ist, mehr oder weniger im Leben steht, aber eben auf gar keinen Fall. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr zurückhaltender Charakter, aber das Ganze wird dann schnell zu so einem mehr so einem Kunstdrama mit biografischen Ansätzen, ne? Das finde ich, muss man durchaus sagen. Ich habe das Gefühl, man muss diesen Film so ein bisschen teilen. Siehst du das auch so oder findest du das schon eher homogen? Ja, also es geht halt um die Familie von Kurt Bahner und dann um seine Entwicklung als Maler, wie er sich dann auch selbst gefunden hat. Das ist auch so eine Art Selbstfindungsfilm. Er weiß auch nicht so recht, wo er hin will, was er machen will. Er will sich irgendwie anpassen und dann wird ihm ja auch später gesagt, nee, mach doch mal dein eigenes Ding, also mach das, was du bist und nicht das, was andere sagen, was du machen sollst und so weiter, weil da ja auch in den 70ern auch erzählt wird, dass Malerei ja ausgestorben ist, Malerei gibt es nicht mehr, Malerei ist sozusagen in Anführungsstrichen out. Und dann wollte er was anderes machen und dann hat er sich letztendlich dann doch wieder zur Malerei gefunden. Und auch der Vater von Elli Seebrandt, hier der Professor Karl Seebrandt, der ja so düster ist, der erzählt ihm ja auch die ganze Zeit Malerei, wie Wandmalerei, machst du Wände, kannst du meine Wand malen und so. Und dann sagt er so, nee, nicht die Art von Malerei. Und dann macht er später dann doch Wände. Und ach, diese ganze Selbstfindungsgeschichte ist natürlich die eine Sache und dann die Familiengeschichte und auch die Hintergrundgeschichte von dem Vater, das, okay, das kann man natürlich jetzt nicht erzählen. Ist das jetzt ein Spoiler, wenn ich das erzähle? Ja. Nö, vielleicht nicht, was aus ihm geworden ist, aber dass er natürlich als Lehrer unterwegs gewesen ist und sich als während der NS-Zeit zum Beispiel in die Partei eingetreten ist, wie das drei Viertel aller Lehrer getan haben, das kann man schon sagen. Ja, genau. Ja, das meine ich eigentlich nicht. Ich meinte eigentlich den Vater von Elli, den Professor Seebrand, also was er da mit seiner Tante da zu tun hat. Ist das dann ein Spoiler mit der Tante von Kurt Barnard? Ja, ich würde jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, aber sagen wir Ja. mal so, er war auf jeden Fall intensiv an dem Thema Euthanasie beschäftigt und hat trägt damit natürlich eine, also ich würde fast sagen, also nee, Bürde würde ich nicht sagen, weil das klingt so, als hätte er das unfreiwillig getan. Er hat das, glaube ich, in der Summe dann, weiß ich aber sagen würde, er ist ein Opfer seiner Zeit, aber er hat sich, glaube ich, ganz gut damit arrangiert, Leute in den Tod zu schicken. Und Ja. da hegt er auch enge familiäre Verbindungen zu Barnard. Ja, genau. Ja, und dann halt natürlich auch die Geschichte von dem Zweiten Weltkrieg, von der Hitlerjugend und überhaupt die ganze Geschichte, was auch mit den Frauen gemacht wurde, dass ja viele Frauen, die irgendwie psychologisch krank sind oder behindert sind oder genetisch einen anderen Hintergrund haben, dass die dann ja unfruchtbar gemacht worden sind und sowas alles. Also, dass das halt so
Das wurde sehr krass gezeigt in diesem Film und das hat mich gerade als Frau, ne, wenn du als Frau diesen Film guckst, das unglaublich, also es nimmt einen unglaublich mit. Also mich hat das ziemlich mitgenommen, so wie das gezeigt wurde und nochmal in den Fokus gesetzt wurde. Ja, ist ein großes Thema. Auch ein Thema finde ich das jetzt in Filmen, die ich jetzt so kenne, und man hat ja durchaus den einen oder anderen Historienfilm in den letzten Jahren gesehen, nicht so die riesengroße Rolle bis jetzt gespielt hat, auch in meiner persönlichen Wahrnehmung. Mag Filme geben, aber dann habe ich es halt einfach nicht gesehen. Wenn ihr Empfehlungen habt, bitte schreibt sie in die Kommentare. Ich weiß Bescheid. Also würde mich wirklich mal interessieren. Ich finde, das gibt es nicht so oft. Vielleicht noch eine Frage jetzt eher so zum Schluss, weil ich mich auch ein bisschen danach gefragt habe, okay, was für ein Ziel hatte der Film eigentlich? Also warum geht's, wenn er halt eben jetzt das Leben einer fiktiven Figur erzählt. Warum mussten es dann so viele Details auf 3 Stunden verteilt sein? Und der Titel, also der Film trägt ja den Titel Werk ohne Autor. Ganz am Ende wird dann auch so ungefähr erklärt, warum das der Fall ist. Und ja, ich finde, der Titel jetzt die beste Wahl war, darüber kann man sich streiten. Ich bin der Meinung, der hat eigentlich nichts mit dem Film zu tun, inhaltlich großartig. War ein Kollege meinte, das wird im Film ja eigentlich auch mehrfach thematisiert. Ziel des Films ist die Suche nach der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Und diese zu zeigen und nicht wegzuschauen, das erfährt er gerade zu Beginn des Films gleich von seiner Tante. Kurt, guck nicht weg, guck hin. Alles, was du siehst, ist die Wahrheit und die Wahrheit ist schön. Jetzt frage ich mich, was für Wahrheit hat Kurt im Laufe seiner Zeit so wahrgenommen? Was ist es, was er dann zeigen will? Ist es dann letztlich das, was er auf seinen Bildern malt? Ist das seine von ihm subjektiv wahrgenommene Wahrheit? Hat er verschiedene Wahrheiten kennengelernt? Findest du, dass das irgendwie ein Thema war, das in dem Film mitschwingt? Oder ist das schon einfach sehr gekünstelt und vielleicht gar nicht so richtig der Fall gewesen? Also ich würde sagen, es hat vielleicht was mit seiner Art und Weise, wie er Bilder malt oder wie er berühmt geworden ist. Dadurch, dass es ja diesen Schwenk zu Gerhard Richter gibt, zu seiner Geschichte, da wurde er berühmt durch Fotos, die er abgemalt hat. Also Fotos, die es wirklich gab und gibt, also die gemacht worden sind. Das ist ja die Wahrheit sozusagen. Und die hat er dann auf Leinwand gemalt und so mit so einem Wischeffekt. Also ich hatte da ein bisschen gegoogelt und das ist so ein bestimmter Wischeffekt, wo man zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo die Farbe halt noch ein bisschen feucht ist, aber auch nicht zu feucht. Und dann wischt er über diese Farbe und dann wirkt das Bild so ein bisschen unscharf, ein bisschen verschwommen. Und da gibt es ja ein bekanntes Bild von Kurt Barnert hier, was man auch im Film gesehen hat, von seiner Frau, was er dann da gemalt hatte und dann diesen Wischeffekt hatte. Und das ist ja alles, was er da. Wie er bekannt geworden ist, das ist die Wahrheit. Also er hat einfach nur das aufs Bild gemalt, was es wirklich gab oder gibt. Oder aus Zeitungsartikeln irgendwelche Bilder, Fotos gemalt. Und ich glaube, das hatte damit eher was zu tun, mit dieser Wahrheit und dass er da nicht wegsehen soll. Und vorher hat er ja versucht, Bilder oder Skulpturen oder irgendwas zu machen, was aber irgendwie nichts darstellte, so wie oft Kunst halt eben auch ist, ne? Es stellt nicht wirklich was dar oder es stellt nur Gefühle dar oder es stellt etwas dar, wie es sein soll oder und so weiter. Und bei ihm ist es halt anders. Er hat dann seine eigene Wahrheit dann irgendwie auf die Leinwand gebracht. Übrigens heißt der Titel in Englisch Never Look Away, heißt der Titel in Passt vielleicht Englisch. sogar ein bisschen besser. Kann ich Ja. dich am Ende noch um dein Kurzfazit bitten? Ja, genau, also ein Fazit auf jeden Fall. Ich würde von den Punkten her auf jeden Fall 4,5 von 5 Punkten geben. Mir hat der Film wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich bin ja bei deutschen Filmen immer sehr, sehr skeptisch. Ich bin da von den Erfahrungen her immer nicht so begeistert gewesen, aber ich finde halt, mittlerweile gibt es sehr, sehr viele gute Filme und auch gerade von Florian Henkel von Donnersmarck. Da ist es auf jeden Fall sehenswert, sollte man sich angucken. Und ich fand ihn einfach nur beeindruckend. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach nur beeindruckend. Er hat mich sehr mitgenommen. Ich habe wirklich mehrmals geschluckt, als ich diesen Film gesehen habe. Also wirklich würde ich jedem empfehlen, der auch mal ein bisschen vom Mainstream ein bisschen weggehen will, mal andere Filme sich angucken will, dann sollte er sich den Film Werk ohne Autor anschauen. Alles klar, dann danke ich dir vielmals. Mein Fazit hört ihr jetzt gleich noch im Anschluss bei den O-Tönen, die wir aufgenommen haben. Pia, ich danke dir vielmals erneut für deine Zeit und würde mich freuen, wenn wir das schon zeitnah wiederholen können. Ja, super, freut mich auch. Merci, ciao. Ciao.
Hello again. Wir sitzen immer noch im Café und ich habe hier immer noch jemanden neben mir sitzen, den ihr entweder schon gehört habt oder noch hören werdet. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hi, ich bin der Florian von DWA Mag. Hello again. Wir waren gerade in einem Film, da habe ich vor kurzem eine Mail bekommen. Da hieß es, Film sowieso geht ins Rennen für die Oscars. Ich bin mal gespannt, wie deine Meinung dazu ist, denn wir waren gerade in Werk ohne Autor. Ein Film mit einer Gesamtlauflänge von, ich glaube, 188 Minuten oder 189 Minuten, also ziemlich lang, und ist eine deutsche Produktion. Als du aus dem Kinosaal rausgekommen bist, wie hast du dich gefühlt? Erstmal ist man so ein bisschen erschlagen. Also, weil nach 189 Minuten, ich weiß nicht, egal ob man Sport macht oder Filme guckt, da ist einmal kurz die Luft raus und da braucht man eine Sekunde, um das alles zu verarbeiten. Und jetzt, wo es schon so ein Stündchen her ist, fängt man an, so nachzudenken, und er ist auf jeden Fall bewegend, das kann man nicht leugnen. Aber bei Florian Henkel von Donnersmarck, der Regisseur von Werk ohne Autor, denkt man natürlich erstmal an einen anderen Film, und das ist der letzte deutsche Oscar-Gewinner, Das Leben der Anderen. Und das war halt ein Film, der monumental groß war, der überlebensgroß war. Ich weiß nicht, zum Beispiel, ich erinnere mich sogar jetzt noch dran, wo ich das Leben der Anderen gesehen habe. Und das war nämlich in Berlin-Hohenschönhausen. Und zwar nach einem Besuch der Gedenkstätte von Inhaftierten der DDR. Und da haben wir diese Vorführung gesehen, und ich weiß noch, wie sehr mich dieser Film bewegt und mitgenommen hat. In der Sekunde weiß ich gerade nicht, ob ich das Gleiche jemals über Werk und Autor sagen können werde. Aber auch einfach, weil das Thema ein anderes ist. Ein großer Film, wo ich auch einfach nicht sagen könnte, was jetzt das zentrale Thema des Films ist. Denn meiner Meinung nach, das hatte ich jetzt eben im Vorgespräch auch schon mal angedeutet, ist der Film, hat er so zwei Teile, die ineinander übergehen. Er beginnt mit einem, das ist ein Kriegsdrama, beginnt quasi in der Vorkriegszeit und erstreckt sich bis in die DDR-Zeit eben. Und ist da auch ein Familiendrama und wird dann im Laufe des Films, so ungefähr ab der Hälfte, zu einem Kunstdrama. Er hat, es ist schon ein Drama, aber es geht das Thema Kunst und auch vielleicht Verarbeitung von den Geschehnissen im ersten Teil des Films ist da so aus meiner Sicht so das zentrale Thema. Und ich glaube, ich muss da nochmal einen Moment drüber nachdenken, wie sehr beide Teile aus meiner Sicht zusammengehören. Also da würde ich vielleicht ein kleines Veto einlegen, weil klar, man kann das losgelöst sehen, einfach weil der eine Teil spielt einfach auch während des Nationalsozialismus, einer in der DDR, einer in der BRD. Trotzdem ist es für mich von vornherein ein Film mit nur einem Teil, vielleicht Kapitel, weil es geht im Grunde genommen die ganze Zeit um ein Thema, und das sind die Dinge, die den Hauptcharakter dabei beeinflussen, wie er Künstler wird. All das, was er sieht und aufnimmt, hat Einfluss auf seinen Werdegang. Deshalb ist auch der erste Teil. Kunst spielt in jedem Teil eine Rolle. Der Film beginnt mit einer Einstellung von Bildern von Wassily Kandinsky und der Art, wie Nationalsozialisten über diese sogenannte damals als entartete Kunst reden und sie einfach nur auf den Geldwert reduzieren und verhöhen. Und das macht halt von vornherein klar, dass er lebt in drei Epochen. Während der Nazi-Zeit, in der Bundesrepublik und in der DDR. In allen drei Teilen hast du eine unterschiedliche Wahrnehmung von Kunst. Ich habe ein bisschen was über den Hintergrund mir vorher mal angeschaut, einfach weil ich auch gar nicht so uninteressiert an Kunst im Allgemeinen bin. Jetzt lass mir den Roller kurz vorbeifahren. Und das Ganze orientiert sich ja auch so ein bisschen am Leben von Gerhard Richter, einem der bedeutendsten deutschen Künstler, muss man sagen. Und der hat eben genau das erlebt. Den Nationalsozialismus als Kind, die DDR-Zeit und die BRD-Zeit. Und was halt spannend ist, ist, dass Florian Henkel von Donnersmarck sich unglaublich intensiv mit dem Thema Kunst auseinandersetzt. Der Kurt ist es gewesen, Kurt Barnard. Und das merkt man dem Film auch an. Also es geht, für alle, die sich hier für Kunst interessieren im Podcast, es geht um die Aufarbeitung vom realistischen Sozialismus in der DDR, über Wassily Kandinsky, wie ich gerade angesprochen habe, über das, was quasi später dann durch Josef Beuys in Düsseldorf begründet wurde, nämlich die Neue Moderne. Und das fühlt sich teilweise glaubhaft an, aber teilweise auch konstruiert. Und das ist halt wieder das Problem, dass du versuchst, in drei Stunden etwas zu kreieren, was am Ende komplett Sinn ergeben soll. Mhm. Der Film funktioniert jetzt nicht nur inhaltlich durch die Bilder, sondern eben auch durch die Bilder, die er zeigt. Ich finde, er hat ganz tolle Aufnahmen im Sinne von, wir sehen zum Beispiel das zerstörte Dresden. Und auch in verschiedenen Einstellungen. Ich weiß nicht genau, das wird eine Studioarbeit sein.
Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Wir haben in der zweiten Hälfte des Films sehr viele so dunkle Szenen, die fast schon so Richtung, ja, so Thriller-Aspekte und Thriller-Teile haben, so ein bisschen was Beängstigendes. Das könnte auch ein Gruselfilm sein, zumindest vom reinen Bild her. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und dann haben wir eben, auch eine Kollegin meinte das, weil wir die musikalische eben nochmal mit reinbringen wollen. Wir haben vermehrt auch eine musikalische Untermalung, die unter anderem auch den Gesamtrahmen des Films darstellt, weil ganz am Beginn des Films eine Szene ist und ganz am Ende, die sich sehr ähneln. Und das hat der Kollegin jetzt nicht so gut gefallen. Sie fand es teilweise übertrieben. Hier, Achtung, das ist übrigens ein Höhepunkt, da müsst ihr jetzt genau hingucken. War das ein Eindruck, den du auch hattest? Wie sieht es mit der musikalischen Ebene aus? Ich mochte das Musikalische auch nicht so sehr, das muss ich einfach sagen. Es hat mich sogar musikalisch ein bisschen an das letzte Werk von Florian Henkel von Donnersmarck erinnert, der auch untergegangen ist, und zwar einer der größten Flops aller Zeiten, das darf ich so frei sagen. Einer der Filme, der in der Golden Globe-Rede von Ricky Gervais verrissen wurde, The Tourist. Und das ist, glaube ich, auch für mich so, was den Film so ein bisschen zusammenfasst. Du hast einerseits ein paar coole Konflikte, du hast wirklich schöne Bilder, da muss ich dir auch zustimmen. Was ich fast noch beeindruckender fand als Dresden zerstört, war Dresden intakt. Als sie über diese Brücke fahren, du siehst diesen Schwenk und guckst dir Dresden, dann denkst du, ach, das war mal Dresden. Das war so ein Aha-Moment für mich im Film. Glaubst du, dass der... Ich habe mich ein bisschen gefragt, was so das Ziel oder die Botschaft des Films ist. Ursprünglich hatte ich so ein bisschen gedacht, okay, es geht vielleicht einfach um Aufarbeitung und Verarbeitung der Kriegsgeschehnisse und der DDR-Zeit, hier mit dem erhobenen Zeigefinger, gerade auch im Zusammenhang mit aktuellen Geschehnissen, die wir natürlich auch, Trends, die wir europaweit, vielleicht sogar weltweit haben, was eben rechte Gesinnung angeht. Aber das war nur so ein Ersteindruck. So im Endeffekt würde ich gar nicht sagen, dass das so sehr viel Aufarbeitung erfahren hat. Die Kollegin meinte vorhin, es geht unter anderem um das zentrale Thema Wahrheit. Was ist Wahrheit? Wie wird vielleicht auch Wahrheit wahrgenommen und interpretiert? Würdest du ihr da zustimmen? Zum einen ja, zum einen nein. Das Thema ist schon so ein bisschen Fake News or not, sag ich mal. Weil insbesondere, und das ist halt ein zentrales Element von Diktaturen, eben in der DDR und auch in der SED-Diktatur, dass halt die Wahrheit verkehrt wird. In der SED wird das konkret, also wenn man ehrlich ist, das ist mein Problem, mit vor allem im Verhältnis zu anderen Filmen von Florian Henkel zu Donnersmarck. Hier vereinfacht er didaktisch für den Zuschauer. Und das ist eine Sache, die ich nie mag. Ich mag es, wenn Filme dem Zuschauer die Möglichkeit geben, selbst zu erfahren und zu erschließen. Aha. Und er reduziert hier ganz klar den Nationalsozialismus einfach auf die Partei und die Kriegsverbrechen. Und während die Bedrohung, die da drin steckt, die genauso schlimm ist in der SED-Diktatur, dass man sich über nichts äußern darf, die schwingt gar nicht so mit. Während die SED-Diktatur, die ja natürlich schon mit das Leben der anderen aufgearbeitet hat, hier auf dieses Darstellungsverbot reduziert wird. Hier geht es nicht mehr um politische Unterdrückung. Das ist ja nicht mal das Motiv, im Grunde wirklich in den Westen zu reisen. Es fühlt sich alles ein bisschen zu weich an. Was ich halt sagen muss, was ich gut finde, ist, dass es einfach mal um einen neuen Konflikt im Nationalsozialismus geht, nämlich etwas, was viele Menschen an den Teppich kehren, beziehungsweise nicht an den Teppich kehren, aber was verdrängt wird oft, dass es eben auch unglaublich schlimme Taten in der Euthanasie und Aktion T4 gab und dass da tatsächlich Ärzte und auch Menschen akademischer Zuordnung einfach ihre Position für unglaublich grausame Sachen missbraucht haben. Und deshalb finde ich es umso mehr schade, dass Florian Henkel von Donnersmarck diesem Film am Ende niemandem widmet. Ich habe im Abspann keine Widmung gesehen, das hätte man sich vielleicht wünschen können, dass er eben den Opfern von Diktaturen in Deutschland vielleicht im Allgemeinen oder halt einer der Zielgruppen, die auch anspricht, widmen würde. Und das ist halt auch eine andere Sache, die mich stört. Einer der Aspekte, der halt auch eine Rolle spielt, ist, dass der Film so ein bisschen hadert. Er hadert damit, all die Konflikte, die er ansprechen will, unter einen Hut zu bringen. Und dadurch reduziert er halt didaktisch. Und das ist halt eine Sache, die ich einfach persönlich nicht mag. Ich finde, der Zuschauer, als mündiger Zuschauer, solltest du in der Lage sein, halt auch ein bisschen zu differenzieren und dir selbst ein Bild zu machen. Und er wirft einem hier alles vor die Füße, ohne dass man selbst sagen muss, was ist das, was du da gerade siehst? Wie heftig ist das? Florian Henkel von Donnersmarck gibt einem im Grunde genommen nicht die Chance, dass man selbst verarbeitet. Man kriegt alles serviert. Und das ist halt, das ist Hollywood-Style und das ist auch grundsätzlich gar nicht verkehrt. Aber in dem Fall hätte der Film einfach mehr machen können. Der Film geht nun eben ins Rennen für den Oscar, wie ich gemeint hatte. Und die
Kollegen die Tage, mit denen ich über den Film schon gesprochen habe, die ihn quasi in der ersten Presseverführungswelle schon gesehen haben, hatten neben der Länge und neben den beeindruckenden Bildern vor allem auch die Auffassung, dass vieles von dem, wie es dargestellt und gezeigt wird, auf den Massenmarkt abzielt. Also wirklich da eine große Menge an Publikum erreicht werden soll. Mit 3 Stunden halte ich das allerdings für eine gewagte These. Man muss da durchaus differenzieren. Wo siehst du die Zielgruppe des Films? Also sagen wir es mal vereinfacht gesagt, in 180 Minuten kann man 2x The Nun gucken. Ich glaube, das sagt recht viel aus. Sehr gut, alles klar. Ja, prima. Haben wir noch einen Punkt, den wir noch unbedingt besprechen sollten? Was man halt mal dazu sagen ist, also alle, die sich Bock haben, auf was einzulassen, emotional, die sind beim Film richtig bedient hier. Ganz klar, aber all diejenigen, die erwarten, dass man echt sagt, also ich glaube, der Grund, warum ich mich gerade auch hier so lang über das Ganze aufgeregt habe, ist, dass ich das Gefühl hatte, der Film hat das Potenzial, was ganz Großes zu sein. Also die Idee ist da, es ist monumental, aber da fehlt halt irgendwie dann doch, am Ende strauchelt er, eben weil er sich zu viel aufbürdet. Hattest du den Trailer gesehen? Nein, ich gucke keine Trailer. Okay. Weil, als ich den Trailer gesehen hatte, war ich wirklich baff und habe da also wirklich einen Schlag in die Magengrube nach dem anderen erwartet. Die sind natürlich auch alle da, aber auf 3 Stunden gesehen sind sie verträglicher, möchte ich an der Stelle nochmal betont haben. Und auch wieder ganz zum Schluss meine Punktevergabe zwischen 0 und 5 Punkten, also 0 der absoluten Vollkatastrophe und 5 dem Meisterwerk. Würde ich mich tatsächlich einfach, weil ich den grundsätzlich super fand, aber wirklich meine Kritikpunkte habe, hier auch nur bei 3 von 5 Punkten rauskommen. Wie ist denn da so dein Fazit? Naja, man könnte es ganz einfach sagen, oder um es mit einem Beispiel des Films zu sagen, wenn man bei den Lottozahlen 2 von 5 bis 6 Richtigen hat, ist man halt immer noch knapp daneben, aber hat schon einiges getroffen. Und genau so sehe ich den Film auch, mit 3,5 Punkten schätze ich ihn ein, weil er verdammt viele Shots abfeuert, aber nicht mit allen trifft. Flo, vielen Dank für deine Einschätzung und bis zum nächsten Mal. Ciao.